So, wir beschäftigen uns mal mit Relationen und zwar mit einer besonderen Darstellungsart von Relationen. Die kann man nämlich als Tabelle darstellen. Wir erinnern uns, eine Relation ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts, beispielsweise eine Menge mit sich selbst, können auch unterschiedliche Mengen sein, spielt keine Rolle. Und nehmen wir mal folgendes Beispiel an, hier m ist die Menge 1, 2, 3. Dann ist ja m kreuz m das kartesische Produkt, die Menge aller 2 Tupel, die man aus m bilden kann. Ne? Also jedes Element aus m wird mit jedem Element aus m kombiniert. Dementsprechend sieht die ganze Geschichte hier so aus. M kreuz m, da ist drin 1, 1, 1, 2, 1, 3. So. 2, 1, 2, 2, 2, 3 und jetzt geht hier der Bildschirm ran zu Ende. Dann kommt noch 3, 1 dazu, 3, 2 und 3, 3. So. So, und eine Relation ist jetzt eine Teilmenge hier raus. Kann eine ganze Menge sein, kann aber auch eine echte Teilmenge sein. Ne? Ich nehme ein paar Tupel hier raus, habe ich eine Relation. Die Tatsache, dass jedes Element hier mit jedem Element aus m kombiniert wird, das kann man sehr schön als Tabelle darstellen. Jedes Element aus m, machen wir hier mal ein Beispiel, 1, 2, 3, jedes Element wird mit jedem Element kombiniert. So. Ich habe jetzt hier eine Tabelle, in der ich jedes Element mit jedem kombinieren kann. Die 1 mit der 1, die 1 mit der 2, die 1 mit der 3. Die 2 mit der 1, die 2 mit der 2, die 2 mit der 3 und so weiter. So, jetzt kann ich hier natürlich beliebige Elemente rausnehmen. Nehmen wir mal ein richtig anschauliches Beispiel. Nehmen wir mal kleiner gleich. Die Relation. Ne? Was müssen wir jetzt hier ankreuzen? Welche Elemente sind in der Relation kleiner gleich? Da ist drin 1, 1, weil 1 kleiner gleich 1 ist, 1 ist kleiner gleich 2 und 1 ist kleiner gleich 3. 2 ist nicht kleiner gleich 1, also dürfen wir das hier nicht ankreuzen, dafür ist 2 kleiner gleich 2 und 2 kleiner gleich 3. Und hier kommt noch 3 kleiner gleich 3. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus, das verschafft einem sofort den Eindruck von, einen visuellen Eindruck von der Relation kleiner gleich. Ne? Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, nehmen wir Relation ist gleich. So. Was müssen wir da ankreuzen? 1 ist gleich 1, 2 ist gleich 2 und 3 ist gleich 3. Aha, auch hier ein schönes visuelles Muster. Und nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Geschwister. Ja. Das da oben können wir wegmachen hier, brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir mal das Beispiel Geschwister. Also wir haben Achim, wir haben Bertha. Wir haben Christian und wir haben Doris. So, also nochmal, damit wir uns das merken: Achim, Bertha, Christian und Doris. So, jetzt nehmen wir mal die Relation Geschwister. Ist Geschwister von, ne? Also, da finden wir mal was. Keiner ist Geschwister von sich selbst, würde ich sagen, ne? Aber hier Astrid ist haben wir Astrid gesagt? Nee, Anna, ne? Oder Achim, hast du auch vorstellen. Achim ist egal, Nummer A ist Geschwister von B und demnach ist auch B Geschwister von A, ja. Und vielleicht ist auch B von C Geschwister. Demnach ist auch C von B Geschwister. Und weil A und B Geschwister sind und B und C sind auch A und sind auch C und B Geschwister. Ne? C und B kommt auch noch dazu. So. Achso, das Moment A, das haben wir jetzt. Sind wir gerade ein bisschen durcheinander gekommen, glaube ich. Also A und B. A und B und B und A sind Geschwister. A und C und C und A, so, C und A, ja. Und das haben wir hier B und C und C und B. So, die sind Geschwister, ne? Wir haben also
drei Geschwister ABC. D hat leider kein Geschwisterchen, ne? Das ist ein Einzelkind, das ist ein bisschen traurig hier hinten, da ist überhaupt kein Kreuz. So, jetzt haben wir mal drei Beispiele für Relationen und die entsprechenden visuellen Muster. Jetzt kann man anhand der visuellen Eigenschaften hier durchaus bestimmte Eigenschaften von Relationen ablesen. Ne? Mit welchen Eigenschaften hatten wir? Wir hatten beispielsweise reflexiv. So. Was bedeutet das nochmal? Für alle A aus der Menge M gilt, A steht in Relation zu sich selbst. So, jetzt gucken wir mal, woran kann man das erkennen? A steht in Relation zu sich selbst. Naja, klar, ne? Hier beispielsweise erkennt man, A steht in Relation zu sich selbst, weil jedes Element zu sich selbst in Relation steht hier. Das heißt, auf der Diagonalen muss überall ein Kreuz gesetzt sein. Diese Relation hier, kleiner gleich, ist reflexiv. Gleich ist auch reflexiv. An jeder Stelle hier ist ein Kreuz gesetzt. Auf jeder Stelle der Diagonalen. Geschwister von ist nicht reflexiv. Das sieht man hier. Hier ist überhaupt gar kein Kreuz gesetzt. Das ist sogar irreflexiv. Für alle A aus M gilt nicht A in Relation zu A. Das heißt, hier ist überhaupt gar kein Kreuz. Deswegen ist diese Relation nicht reflexiv. Natürlich könnte auch folgender Fall gegeben sein. Jetzt kommen wir runter, jetzt kommen wir gleich wieder hoch. Ne? Nehmen wir folgendes Beispiel hier. Nehmen wir mal irgendwelche Elemente hier. A, B, C. So. Diese Relation, wenn ich sie so habe, ist jetzt irreflexiv. Ne? Kein Kreuz ist gesetzt. Es könnte aber auch hier dieses Kreuz und dieses Kreuz gesetzt sein. Das ist so ein typisches Beispiel für eine Relation, die nicht reflexiv ist, weil dieses Kreuz nicht gesetzt ist, hier B. Die ist aber auch nicht irreflexiv, weil zwei Kreuze gesetzt sind. Das zeigt sozusagen, dass irreflexiv nicht das Gegenteil ist von reflexiv. Reflexiv heißt ja, alle drei Kreuze sind gesetzt. Nicht reflexiv bedeutet, nicht alle drei Kreuze sind gesetzt, also es gibt welche, die nicht gesetzt sind. Diese Relation hier ist nicht reflexiv, sie ist aber dadurch auch nicht automatisch irreflexiv. So, gehen wir wieder nach oben hier. So. Reflexivität, Irreflexivität ist also relativ leicht zu erkennen. Gehen wir mal in die Symmetrie, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Symmetrisch, was war das nochmal? Für alle A, B aus M gilt, wenn A in Relation zu B steht, dann auch B in Relation zu A. Gehen wir mal hier runter. Groß A, also hier Achim steht in Relation zu Bertha. Wenn symmetrisch ist, dann muss auch Bertha in Relation zu Achim stehen. Das ist tatsächlich der Fall, ne? Hier. Bertha in Relation zu Achim. Gucken wir mal weiter. Achim steht in Relation zu Christian, also müsste auch Christian in Relation zu Achim stehen, ist tatsächlich der Fall. Und gucken wir weiter. Jetzt haben wir hier noch, Bertha steht in Relation zu Christian, also müsste auch Christian zu Bertha in Relation stehen, ist der Fall. Symmetrie erkennt man daran, dass, das sieht man jetzt hier relativ leicht, an der Diagonalen. Wenn man an der Diagonalen spiegelt, das Gleiche wieder rauskommt. Wenn ich die Tabelle an der Diagonalen spiegle, dann sieht es genauso aus. Die ist achsensymmetrisch bezüglich dieser Diagonalen. Warum ist das so? Naja, hier ist die erste Zeile, zweite Spalte angekreuzt, also muss hier die zweite Zeile, erste Spalte angekreuzt sein. Und das ergibt sich gerade daraus, indem man hier spiegelt. Hier ist beispielsweise die dritte Zeile, zweite Spalte angekreuzt, also muss auch die zweite Zeile, dritte Spalte angekreuzt sein und so weiter. Symmetrie erkennt man daran, dass das hier bezüglich dieser Achse gespiegelt werden kann. Gehen wir wieder runter. Nicht symmetrisch wäre es beispielsweise, ne? Wenn wir jetzt hier ein Kreuz haben und hier keins. Das heißt, wie würde diese Tabelle gespiegelt aussehen? Die würde dann so aussehen, gespiegelt. Und das ist exakt, also nicht das Gleiche, ne? Also das hier wäre nicht symmetrisch, weil es hierzu kein Pendant gibt auf der anderen Seite. Asymmetrisch hingegen
Was war das nochmal? Für alle a, b gilt, wenn a in Relation zu b steht, dann nicht b in Relation zu a. Was bedeutet das nun konkret? Naja, das bedeutet, wenn ich an der Achse spiegel, dann darf kein Kreuz auf einem anderen landen. Also nehmen wir mal folgendes Beispiel. So, wenn ich hier jetzt an der Achse spiegle, dann landet dieses Kreuz hier auf diesem. Das heißt, die Relation ist nicht asymmetrisch. A steht in Relation zu C, dann dürfte nicht C in Relation zu A stehen, tut's aber. Genauso auch hier schon diese, ne? Wenn A in Relation zu A steht, dann dürfte nicht A in Relation zu A stehen, also rumgedreht. Das ist natürlich Quatsch. Also sobald ich irgendwie ein Element habe, hier A steht in Relation zu A, irgendein Element steht zu sich selbst in Relation, dann kann die Relation schon nicht asymmetrisch sein. Was wäre denn so eine asymmetrische Relation? Da haben wir jetzt hier oben gar kein Beispiel, ne? Weil hier die beiden sind reflexiv, können also nicht asymmetrisch sein. Die ist gerade symmetrisch, kann also auch nicht asymmetrisch sein. Ein Beispiel wäre das folgende hier. A, B, C, A, B, C. So. A zu B und C zu A. Ne? Wenn ich hier spiegle, dann landet kein Kreuz auf einem anderen vorherigen. Diese Relation hier beispielsweise, das ist ein schönes Beispiel für, ich schreibe nochmal die Elemente rein hier, A, B, C, A, B, C. Das ist ein schönes Beispiel hierfür. Diese ist nicht symmetrisch, okay, weil sie nicht achsensymmetrisch ist hier. Die ist aber auch nicht asymmetrisch, weil hier einige Elemente zu sich selbst in Relation stehen. Die ist keins von beiden. Im Übrigen, der Begriff symmetrisch, ne, das ist das Schöne an dem Begriff, der hängt natürlich eng damit zusammen, dass das Ding hier eben symmetrisch ist. So kann man sich das merken. Jetzt gibt es noch einen Begriff, der auch irgendwie Symmetrie mit drin hat, der sehr schwierig zu verstehen ist oft, das ist Antisymmetrie. Was war das nochmal? Für alle AB gilt, wenn A in Relation zu B steht und B zu A, dann müssen A und B gleich sein. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger in der Tabelle darzustellen oder zu erkennen, weil wenn A in Relation zu B steht und B zu A, dann müssen sie gleich sein. Das heißt, wenn man hier irgendwelche Elemente hat, nehmen wir mal diese beiden hier, ne? A zu B und B zu A, dann müssen die gleich sein. Das kann man hier in der Tabelle eigentlich nicht gut darstellen, denn die Identifikation der beiden Elemente läuft letztlich darauf hinaus, dass das in irgendeiner Weise sich dann auf der Diagonalen treffen müsste oder abspielen müsste. Und die Eigenschaft kann man nicht gut erkennen. Antisymmetrie ist immer irgendwie schlecht darstellbar. Nehmen wir mal die letzte wesentliche Eigenschaft, die Transitivität. Da brauchen wir drei Elemente für und das ist auch ein bisschen kompliziert zu erkennen. Wenn A zu B in Relation steht und B zu C, dann auch A zu C. So. Nehmen wir mal ein Beispiel, gehen wir mal hier runter. Oder zeichnen wir mal, ich zeichne erst nochmal eins. Nehme ich gerade eins mit diesen Buchstaben hier, damit man das mal an der Stelle nachvollziehen kann. Wenn A zu B in Relation steht und B zu C, dann auch A zu C. Also dann muss folgen, dass auch dieses Element hier in Relation steht. So. Was haben wir jetzt? A zu B und B zu C. Das heißt, da haben wir doch ein Element, das in der Mitte ist. Das ist B. Ne? Das mache ich jetzt hier mal lila. A zu B und B zu C. Das Brückenelement hier ist das B. Man sieht hier sehr schön an dem Bild, wenn das Brückenelement B ist, A zu B und B zu C, dann muss auch das vierte Element hier in diesem
Rechteck, ja, das muss dann ein Kreuz sein. Machen wir es nochmal ein bisschen breiter. A, B, C, D, A, B, C, D. Wenn A zu B in Relation steht und B zu D, dann muss auch A zu D in Relation stehen. Also A zu B und B zu D. Dann haben wir wieder B als Brückenelement und dann muss auch A zu D in Relation stehen. Auch das ergibt sich wieder zu einem Rechteck. Ja? Gehen wir mal hier beim Geschwister, bei den Geschwisterchen. Na? A steht zu B in Relation und B zu C. Dann ist B unser Brückenelement. A zu B und B zu C. Also muss auch die vierte Ecke des Rechtecks, die muss angekreuzt sein. Nur dieses Brückenelement, also dieses Brückenelement hier, das muss nicht angekreuzt sein, aber das für die andere, die vierte Ecke in dem Rechteck, die muss angekreuzt sein. Ja. Also wenn immer man ein solches Teilrechteck hier konstruieren kann, dann muss auch die vierte Ecke angekreuzt sein. Und dieses Brückenelement hier, das muss auf der Diagonalen liegen, ne? Wenn wir mal hier in diese Relation reinschauen, ich kann eigentlich nur Rechtecke so konstruieren. Oder? Ah nee, wir können auch Folgendes zum Beispiel nehmen. Welches können wir mal konstruieren? Dieses hier. B zu A und A zu C. Also muss auch die vierte Ecke B zu C angekreuzt sein und das ist der Fall. Ja, Transitivität erkennt man also relativ schlecht, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ne? Symmetrie, Reflexivität, Asymmetrie, das sind diejenigen Eigenschaften, die man sofort erkennt, wenn man Relationen in Tabellen darstellt.